heißt es nicht eigentlich, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es so, dass nicht mehr geht? Leute, wenn wir jetzt nicht gendern, dann müssen wir uns um diese Gleichberechtigung auch noch kümmern. Ich weiß, korrekt müsste man eigentlich von männlichen Hörern sprechen, wenn man von Hörern spricht, und von weiblichen Hörern sprechen, wenn man von Hörerinnen spricht. Weil eben Hörerinnen zu Hörern dazugehören. Aber wenn ich nun im Radio liebe Hörer höre, höre ich nun auf, die Hörerin mitzuhören und höre nur noch Hörer. Ich habe einen Plan, mächtig gewaltig, Egon. Dazu brauchen wir langsam arbeitende Behörden. Die finden wir in Berlin und Brandenburg. Naja, also wenn's klappt, dann will ich am Sonntag auf Fridays for Future. Fridays for Future ist Freitag und nicht Sonntag. Ach echt? Siehst du? Dann klappt's nicht. Mittlerweile gibt's ja mehr Übergewichtige als Hungernde auf der Welt. Dagegen sollten wir mal demonstrieren. Wirklich? Ihr macht eine Demo gegen euch selbst? Ich bin Umweltbewusst. Mit dem dritten Bein. Ich bin umweltbewusst, aber sowas von. Ich gehe zum Beispiel in den Unverpacktladen und was es da nicht gibt, kauf ich nicht. Na, das lässt du dir schicken. Richtig. Heute geht's doch nicht mehr darum, dass man sich noch für irgendwas interessiert oder damit beschäftigt, oder? Heute guckt man immer nur so mal irgendwo, so mal irgendwo, so mal irgendwo, so mal so rein. Ich wünsch mich in die 90er zurück. Ja, Kollwitz geht's da. Da wohnen jetzt nur junge Frauen um die 30, mit Männern um die 60, auf Quadratmeter um die 180. Wenn man wüsste, was die AfD so vorhat. Dieses AfD-Bashing nervt an der Distel. Die AfD sind alles Nazis und Idioten mit blonden Seitenscheiteln, Fragezeichen. Die Welt ist klein geworden, entsetzlich klein geworden. Meteoriteneinschlag. Bums! Heute ist nicht alle Tage, die Welt dreht weiter, keine Frage.